Guten Abend, liebe Leute. Heute wieder hier aus Meerbusch, Büderich. Heute ein Hit-Programm, was wir machen. 45 Minuten lang. Geben wir ein bisschen Gas. Wünsche euch viel Spaß. Hoffe, dass das Workout euch auspowert. Und ja, enjoy. Wir fangen locker an mit ein paar Aufwärmungsübungen. Schulterbreit hinstellen, schön runterdehnen, die Rückseite halten, die Position. Große Kreise, sag gleich nochmal was zum Workout. Große Kreise, einfach nur so ein bisschen bewegen. Machen wir ein wirklich lockeres Aufwärmprogramm. Und in die andere Richtung. Nur alles so ein bisschen stretchen. Und breit stehen, Hüfte öffnen von links nach rechts. Füße nochmal zusammen, runter, nach vorne in den Liegestütz und zurückdrücken, wieder aufrichten, wiederholen, zurück, runter, zurück. Und seitliche Ausfallschritte mit links, zurück, mit rechts, zurück, mit links, rechts, links, rechts, links. Links und mit rechts und die Oberschenkelvorderseite immer im Wechsel, kurz andehnen, Fuß hochziehen, nur kurz andehnen, und die Knie ranziehen, selber Rhythmus, im Wechsel, hoch, 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 und machen mit rechts einen Ausfallschritt, einen großen, drücken den rechten Ellbogen runter, öffnen, drücken und zurück und mit links nach vorne. Linken Ellbogen runterdrücken, öffnen und zurück. Und wiederholen. Öffnen und weitermachen. Ich zeige es von der Seite. Komm. Und weiter. Seite einmal. Zurück. Und locker.
rechten Fuß hier aufs linke Knie. Schön runter in die Hocke. Knie leicht runterdrücken. Wechseln. Rechtes Standbein. Linken Fuß auf rechte Knie. Der linken Hand hier das linke Knie runterdrücken. Ein bisschen Balance halten. Wenn ich kann, hält sich fest. Neben einer Wand. Und stoppen. Und Arme kreisen. Und rückwärts. Und einer nach vorne, der andere zurück. Und in die andere Richtung. Und locken. So, ich erkläre euch das Programm. Das reicht auch so mit dem Aufwärmen. Wie gesagt, nur so ein lockeres, leichtes Aufwärmen. Es wird so sein, dass wir 10 Übungen haben. 3 Runden. Und jede Runde wird immer schwieriger als die davor. Okay, also einfach vom Intervall her. 10 Übungen. 3 Runden, jede Runde etwas schwieriger, so vom Intervall. Okay, wir fangen gleich an. Erster Intervall wird auch relativ locker sein. Nehmt euch die Zeit, gebt natürlich Gas in den einzelnen Übungen, aber die Pause ist lang genug, sodass wir immer gut runterkommen. Okay, erste Runde sind 180 Grad. Squat Jumps, wir sind unten, drehen und hoch zur anderen Seite. Okay, die ganze Zeit das. Und das machen wir 40 Sekunden lang. Okay, schön dynamisch und haben 20 Sekunden Pause. Also die Pause ist recht lang. Deswegen schön Gas geben. Trinkt noch was, wir fangen 10 Sekunden an. 5 Sekunden und los. Geht erstmal nur in die eine Richtung, später wechseln wir. Schön runter, rausdrehen, 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 rausdrehen und zur anderen Seite. Weiter. Noch 10 Sekunden. Wer kann dynamischer, schneller. 3 Sekunden noch. Und stopp. Zweite Übung wird Burpees sein. Einfach in den Liegestütz. 10 Sekunden geht's los. 5 Sekunden, jeder sein Tempo und los. Und stopp. Pause. Nächste Übung wird sein, ein Push-Up. Einmal zur Seite gehen. Push-Up zur Seite und wieder zurück.
geht in den Liegestütz und los. Push-up und zur Seite. Push-up und zur Seite. Push-up und zurück. Und wieder zurück. Noch 5 Sekunden. Und locker. Nächste Übung. Mountain Climbers. Liegestütze. Knie nacheinander ranziehen. 10 Sekunden. Drei, eins und los. Macht weiter, ich zeig's von der Seite. Weiter. Noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Nächste Übung, Unterarmschritt. Und erstmal bewegen sich die Füße nach außen. Und wieder rein nacheinander, okay? Ich zeige es von hinten. Ausgangsposition ist Unterarmschütz. Fertig machen. Innenposition. Und halten. Raus, rein. Raus, rein. Raus, rein. Und weitermachen. Wir haben noch 10 Sekunden, 5 Sekunden noch und stopp. Aufstehen, Plankjacks nach vorne, mit Händen nach vorne. Fertig. Und los. Wenn der Fuß nach vorne geht, geht der linke Arm nach vorne. Und andersrum. Übung brauchen wir gleich einen Stuhl. Den habe ich vergessen. Die nächste Übung sind aber dreiseitige Skippings und Skisprung zurück. Nur eine Seite. Und los. Zwei, drei. Zurück. Zurück. Drücken uns mit rechts ab. Gleich mit links. Jeder so schnell wie er kann. Fünf Sekunden noch. Und stopp. In den Unterarmschütz. Wir halten ganz normal den Unterarmschütz erstmal in 5 Sekunden.
1 und halb. Und die Hüfte von links nach rechts bewegen. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Und stopp. Nächste Übung, Liegestütz und Schultertippen im Wechsel, okay? Der rechte Hand die linke Schulter, linke Hand die rechte Schulter. Und danach brauchen wir den Stuhl schon für Dips. Fertig machen und los. Noch 15 Sekunden. Zehn Sekunden noch. Und stopp. Stuhl holen. Fertig machen. Dips. Fertig. Und los. Dann ist die erste Runde vorbei. Dann machen wir eine Pause und fangen mit der zweiten Runde an. Zehn Sekunden noch, 5 Sekunden noch und stopp und locker. Trinkt was. Okay, seid ihr bereit für die zweite Runde? Selbe Runde, nur ein bisschen länger. Okay, ein Tick länger. Fang gleich an. 5 Sekunden, 4. Mit dem Sprung, mit der Drehung. Und los. Dreht euch direkt zur anderen Seite. Und stopp. Kurze Pause, Burpees. Fünf Sekunden geht's weiter. Und los. Thank you.
und stopp. Liegestütz mit einer seitlichen Bewegung. Fertig machen und los. Und stopp. Unterarmstütz. Füße bewegen sich nach innen und nach außen. Ich zeige es noch einmal von hinten. In 5 Sekunden geht's los. Und Position. Los. Weitermachen. Fünf Sekunden lang. Und stopp. Nächste Übung, Mountain Climbers. In den Liegestütz Knie ranziehen. Fertig machen und los. Zehn Sekunden noch, komm. Und stopp. Aufstehen. Jumping Jacks vorwärts. Und los. Jeder sein Tempo. Und stopp. Nächste Übung, Unterarmstütz. Nee, seitliches Gewicht mit zurückspringen. Die habe ich noch vergessen. 3 Stück. Und 1, 2, 3. Zurück. Thank you.
und stopp. Jetzt sind wir im Unterarmstütz. Drei Übungen noch in der Runde. Unterarmstütz. Fertig machen. Und los, erstmal halten. Und die Hüfte von links nach rechts. Und stopp. Liegestütz, Schulter tippen. Vorletzte Übung in den Durchgang. Passt. Fertig machen. In den Liegestütz. Und los. Weiter. 10 Sekunden haben wir noch. Und stopp. Hips. Kommt eine Übung noch in den Durchgang. Fertig und los. Acht Sekunden noch. Und stopp. Und locker, das ist die zweite Runde. Gut gemacht. Wir haben eine Runde noch, trinkt was. Okay, eine letzte Runde. Okay, 10 Übungen noch. Circa 10 Minuten. Mehr ist es gar nicht. Einmal noch Gas geben. Konzentration. All die Übungen, die ihr gemacht habt, jetzt einmal von der Intensität her steigern. Okay. Alles etwas schneller, heftiger, dynamischer. Belohnt euch. In 20 Sekunden geht's los. Nochmal 10 Minuten durcharbeiten. Kommt. 10 Sekunden noch. Fertig. Und los. Rechts drehen, links drehen. Rechts drehen, links drehen. Und zwar zur anderen Seite.
Durchziehen. Und stopp. Burpees. Fertig machen. Und los. Stopp. Liegestütze. Und los. Und stopp. Nächste Übung, Mountain Climbers. Und fertig machen. Und los. Und weiter. Und stopp. Unterarmstütz. In und out. Fertig und los, halt. Und stopp. Aufstehen. Plank Jacks. Schon gar nicht, Jumping Jacks. Fertig machen. Und los. Thank you.
Und stopp. Skisprünge. Von links nach rechts. Und los. Fahren, rausspringen. Dynamisch. Fünf Sekunden noch. Stopp. Unterarm Schütz. Drei Übungen noch. Einmal durchziehen noch. Fertig machen und halten. Von links nach rechts. Und stopp. Vorletzte Übung, Liegestütze. Schulter tippen. 10 Sekunden, nur noch 2 Übungen. Bereit machen. Okay. Und los. Zehn Sekunden noch. Fünf noch. Und stopp. Einmal Dips noch. Fertig machen und los. Die letzten Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Und stopp. Oh. Super. Gutes Workout. Trinkt was, trocknet euch ab. Okay, sucht euch eine Wand zum Ausdehnen. Erste Übung wird sein, linkes Bein strecken, Hacke auf den Boden und gegen die Wand drücken.
Von hinten sieht es dann so aus. Linke Hacke schön runterdrücken, rechts anwinkeln nach vorne und die Hüfte nach vorne schieben. Wir wechseln. Jetzt wieder gegen die Wand, ich zeige es kurz hier. Der Fußspitze ran, gegen die Wand. Einfach nur abstützen und dann die Hüfte nach vorne schieben. Ran und Hüfte nach vorne schieben. Wechseln. Also, wie ich hier sehe, andere Seite. Fuß ran, Hüfte nach vorne. Lockern, Oberschenkel Vorderseite, Knie zusammen, könnte ich hier abschützen an der Wand. Wir wechseln. Bei den rechten Armen hier an die Wand lang machen, Schulter gegen die Wand drücken und schön öffnen. Dabei den Arm schön lang lassen. Schulter, Arm komplett an die Wand. Wechseln. Letzte Übung nochmal gegen die Wand auch. Ich mache es hier, damit ihr es ein bisschen besser seht. Gegen die Wand abstützen, ein Stückchen zurück, Hüfte nach hinten schieben und Brust runterdrücken. Okay. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns die Tage. Ciao.